Liebe Freunde, ich begrüße euch zurück zu Resident Evil. Jill und ich sind ganz aus dem Häuschen, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, ich würde sagen, wir rocken jetzt erstmal weiter hier in diesem schönen Herrenhaus. In der letzten Folge haben wir auf dem hauseigenen Friedhof einen Schlüssel gefunden durch ein Rätsel, was wir gelöst haben mit der Pfeilspitze. Ich zeige euch mal eben den Schlüssel. Genau diesen haben wir bekommen. Einen schönen goldenen Schlüssel, der ein Schwertsymbol hat. Ja. Ich zeige euch das mal kurz hier. Wenn wir jetzt an eine Tür gehen. Hier, die Tür ist verschlossen. Ein Helmsymbol ist in das Schloss eingraviert. Ja, also brauchen wir dafür einen Schlüssel mit einem Helmsymbol. Okay, noch was kurz, die Facecam, also Facecam lasse ich jetzt mal weg, weil ich persönlich finde, in manchen Spielen stört sie nur. Also finde ich, und ich bin auch jetzt nicht so hübsch, ne, dass man mich hier die ganze Zeit sehen muss oder so. Bei natürlich so Spielen mit Jumpscares und sowas, Outlast oder Slender, da sollte sie natürlich schon dabei sein, aber ich denke hier, nö, eigentlich nicht. So, ich würde dann sagen, wir machen uns mal weiter hier auf dem Weg, ne, und schauen mal, was beim Herbert so abgeht. Den haben wir ja da in diesem Flur gelassen und mit der Kommode den Weg versperrt. Ich höre ihn schon, ich höre ihn. Herbert! Herbert! Ja, Herbert! Da ist er doch. Na, wie geht es dir? Oh, hungrig, wa? Du bist hungrig, wa? So, ich weiß auf jeden Fall, wir müssen durch die Tür hier in dem Raum. Vorher laden wir auf jeden Fall erstmal die Knarre nach, ja. Dafür müssen wir extra ins Menü kombinieren, zack, zack, und dann ist sie nachgeladen. So, sie haben den Schlüssel für das Haus verwendet. Alles klar, so, ich hoffe, dass da jetzt nicht scheiß Köter kommen oder so. Ey, da habe ich gar keinen Bock drauf, ja. Hallo? Ist hier irgendwas? Verschiedene Skulpturen. Bla bla bla. Okay. Oh. Können wir die schieben, ich glaube? Ah, das gefällt mir. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Noch ein Stückchen. Ich glaube. Ah, ein Dolch. Ja, sicher. Ja, sicher nehmen wir den mit, du. Was denkst du denn? Können wir die schieben? Ja, aber die da hinten, glaube ich. Die sieht aus, als könnte man sie schieben. Andere Seite, so. Und? Aha. Oh, das gefällt mir sehr gut. Munition ist immer gut. Immer gut, immer gut. Okay, keiner jumpt durch die Fenster. Alles ist cool. Alles ist easy. Gehen wir mal weiter. Psst. Lauschen. Ich glaube, es ist keiner da. Okay, gehen wir einfach mal hier durch. Ah, sie haben den Dietrich verwendet. Nice. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Das ist, oh, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay. Grünes Kraut? Nee, brauche ich jetzt nicht. Das nehme ich nicht mit. Aber das da, diesen Sack, den müssen wir mitnehmen. Die Chemikalien, die brauchen wir nämlich später. Die werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Und die Pflanzen lasse ich jetzt mal hier. Ist das ein Kanister mit... Es ist noch Kerosin da. Okay. Die scheiß Köter hier, komm. Ey, schnell weg hier. Oh, scheiße hier. Verpiss dich, du. Boah. Schrecklich, ey. So. Schauen wir mal weiter, was haben wir hier? Ja.
Badezimmer. Okay. Ist klar. Das Wasser funktioniert anscheinend noch. Okay. Scheißhaus. Dann gucken wir mal, was die Badewanne so hergibt. Sie ist voller Schmutzwasser. Stöpsel ziehen. Ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, ja, ja. Das war sowas von klar. Oh oh. Gib ihm. Ja, alles klar. Kurz mal ihm abgereiert und jetzt geht's weiter. Also der hat auf jeden Fall keine Blutlache da. Der wird bestimmt nachher nochmal irgendwann aufstehen oder so, mit Sicherheit. Ja, wir werden uns bald wiedersehen, Schätzchen. Wir werden uns bald wiedersehen. Weiter geht's. Ja, dann wollen wir mal abchecken, ob sich hier noch irgendein Kollege versteckt oder so. Fensterscheiben, das ist auch immer so eine Sache hier. Hallo? Jemand da? Sieht nicht so aus. Sonst hätten wir wahrscheinlich schon irgendwie so ein Stöhnen gehört oder sowas. Oder Schritte. Hallo? Gehen wir mal da rein. Oh, das ist ein schöner Raum, an den kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern. Das ist nämlich eine Falle. Liebe Freunde, ihr seht hier das Umbrella-Logo in der Mitte. Schöne Wandgemälde. Ja, ist ein echt schöner Raum. Ja, wenn sich dahinter nicht eine, miese Falle verstecken würde. It's a trap, man! It's a trap! Wir gehen erstmal in den nächsten Raum und, da zeige ich euch dann, was gleich passiert. So. Hier ist irgendwie so ein Hinterzimmer oder irgendwie so ein, keine Ahnung, what the fuck, ein strenger Geruch hängt in der Luft. Sorry, ich habe gerade einen fahren lassen, aber pscht. Ein Dolch, korrekt. Boah, davon haben wir jetzt schon einige gefunden, das finde ich echt nice. Dann können wir schön die Zombies abwehren, Farbband auf jeden Fall mitnehmen, auch wichtig. Und was hängt denn da Schönes, seht ihr das? Das ist eine schöne Pumpe. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Jetzt hat sich die Falle aktiviert. Normalerweise könnten wir jetzt mit einem kaputten Gewehr, was wir irgendwann finden, diese Falle deaktivieren. Im Falle von Jill wird uns Barry helfen. Das ist noch so ein kleiner Feature, den Jill hat. Und jetzt geht's los. Hilfe! Hilfe! Was soll ich tun? Die Tür lässt sich nicht öffnen! Scheiße! Die Tür lässt sich nicht öffnen! Oh God, what did I do now? Wesker! Barry! Help! Jill! You in there? Barry? Get me out of here! The door's jammed! Stand back! Grab my hand! Barry! That was a close one. A second late, you would have fit nicely into a sandwich. Really? Thanks. But Barry, didn't you say you were going back to the dining room to find other clues? I'm glad and all, but why are you here? I just had something I wanted to check.
Anyway, we should get back to searching for Wesker and Chris. Thanks, Barry. I owe you one. Don't mention it. Okay, da haben wir echt nochmal Glück gehabt, dass Barry in letzter Sekunde uns gerettet hat, ja? Sonst wären wir echt Apfelmus gewesen. Gut, es gibt aber noch jede Menge Zeug zu tun hier, liebe Freunde. Und, wir müssen auf jeden Fall, finden wir nachher auf jeden Fall einen Safe-Spot, mit einer Kiste und wo wir speichern können und so. Kennen vielleicht die meisten aus Resident Evil, so diese Safe-Rooms, wo dann halt eine Truhe und eine Schreibmaschine ist. So, lauschen. Hallo? Scheint keiner... Oh doch, oh doch. Ja, grüß... Ah, scheiße. Geh weg. Geh weg. Scheiße, scheiße. Verpiss dich. Scheiße. Ey, oh, direkt mal ein Dolch in den Schädel. Zack, rein damit. Was? Scheiße. Der läuft ja einfach weiter, als ob nichts gewesen wäre. So. Ist ja ganz normal, dass man so ein Dolch im Kopf stecken kann. Das Blut fließt. Er ist down. Er ist down. Grünes Kraut. Ja, ich kann nichts tragen. Das ist so ein, eins der großen Probleme hier in diesem Spiel, halt, dass wir nicht so viel tragen können. Ja, ist halt sehr oldschool, liebe Freunde. Aber okay, da wir jetzt sowieso an dem Safe Room sind, können wir da jetzt so ein paar Sachen in die Truhe packen. Und, okay, ja, hallo? Hallo? Ich denke mal, der ist oben. Oh, diese schöne Musik. Es ist so beruhigend hier in diesem schönen Safe Room. Ah, ein Kerosintank, eine Schreibmaschine und da ist die Truhe. So, hier leuchtet auch so ein... So einige Items liegen auch hier rum. Oh, ein Erste-Hilfe-Spray. Das ist gut. Das ist auf jeden Fall gut. Ein Pistolenmagazin, Farbband. Alles klar. Dann erstmal die Chemikalien. Die brauchen wir erst später. Das Gewehr. Auch erst später, denke ich, dass wir das mitnehmen. Das safen wir erstmal. Ein Magazin nehmen wir auf jeden Fall mit. Und die Farbbänder. Na, ich speichere erstmal und dann können wir die ablegen. So, eine alte Schreibmaschine. Bla, bla, bla. Sie können Ihren Fortschritt speichern. Das Farbband verwenden, ja. So, Freunde, ich habe das Speichern übersprungen. Jetzt schauen wir erstmal, was sich hier noch so... Sonderanweisungen. Wir haben neue Informationen bezüglich dieser Wesen. Sie bla 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 bla. Derzeit sind zwei Verfahren bekannt. Einäscherung, okay. Falls weitere Methoden entdeckt werden sollten, werden sie umgehend benachrichtigt. Bis dahin wurde für alle, die noch nicht jeglichen Lebenswillen verloren haben, Öl im Erdgeschoss des Hauses gelagert. Nehmen Sie so viel, bla bla bla. Pistolenmagazin, her damit. Ach, das ist doch herrlich. Das ist doch herrlich, wenn wir so viel Munition haben. Ein Treibstoffkanister. Okay, da können wir uns wahrscheinlich Kerosin abfüllen. Alte Kisten und okay. Es ist noch Kerosin da. Kanister auffüllen, ja. Sie haben Ihren Kanister gefüllt. Okay. Den packen wir trotzdem mal weg. Denn wir wollen Platz sparen, liebe Freunde. Das Messer, brauchen wir das? Ich denke nicht. Wir haben genug Munition und wenn es knapp wird, dann können wir uns das Messer immer noch holen, ja? Also, das ist kein Problem. So, den packen wir auch noch weg und ich denke, damit werden wir klarkommen. Das wird reichen. So, dann würde ich sagen, gehen wir nach oben. Check mal, was hier abgeht. Hier müsste ja auch irgendwo so ein Jürgen stehen. Hallo? Na, wo bist du? Okay, ich glaube, der steht da hinten. Ein Rüstungssymbol. Ne, den Schlüssel haben wir nicht. Wir gehen da rein einfach.
Pflanzen. Und es ist sehr düster hier. Was ist das? Ein leerer Kamin. Ich glaube, da müssen wir irgendwas drin verbrennen. Und dann offenbart sich irgendwas hier. Müssen wir gleich mal gucken, was mit der Tür. Tür ist verschlossen. Okay, ein Helmsymbol. Okay. Dann gehen wir mal den Jürgen besuchen. Gucken wir mal, was der da hinten so treibt. Hallo? Da sind wieder Fensterscheiben. Da. Aha, wartet. Da. Oh. Hallo? Der bemerkt mich gar nicht. Psst, psst. Wanna buy some crack? Psst. Wanna buy some crack? Wanna buy some crack, yeah? Wanna buy some crack, bitch? Boom, 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 yeah. Fuck. Zack. Für den ist das auch kein Problem. Der spaziert einfach weiter. Ah ja, okay, gut. Alles klar, der ist down. So, hier. Diese Tür hat keinen Griff. Sie können nicht durchgehen. Okay. Sie haben die Tür aufgeschlossen. Ja, sauber. Lauschen. Was ist das denn? Okay, irgend so ein Holzbrett. Ich glaube, das können wir in den Kamin schmeißen. Aber um das anzuzünden, brauchen wir noch ein Feuerzeug. Das müssen wir jetzt finden. Wir brauchen auf jeden Fall ein Feuerzeug. Und dann müssen wir wieder zurück zu diesem Kamin und das Holzbrett da verbrennen. Oh, was haben wir hier? Ein altmodisches Grammophon. Die Schallplatte ist Jupiter. Okay. Hundepfeife mitnehmen. Ja, klar. Ein zerknülltes Memo. Okay. Heute wies mich Sir Spencer an, etwas so zu verstecken, dass niemand es je finden würde. Nun, ich hatte da eine Idee. Ich dachte mir, wenn ich es durch ein gefährliches Tier schütze, wie etwa den bissigen Hund, der hier wohnt, kann niemand herankommen. Okay. Soweit ich weiß, lauert der Hund immer auf dem Balkon im ersten Obergeschoss an der Westside der Terrasse. Und er hört auf die Hundepfeife. Und jetzt kommen Sie ins Spiel. Sie sind der Einzige, der an diesen verfluchten Hund herankommen kann, ohne zerfleischt zu werden. Nun, Sie können das Halsband anlegen. Das Objekt, das Sir Spencer versteckt haben will, ist darin verborgen. Ich kann diese Aufgabe nur Ihnen anvertrauen. Natürlich sollen Sie einen gerechten Lohn dafür erhalten. Es gibt ein Objekt, das Sie schon immer haben wollten, nicht wahr? Im Gegenzug für Ihre Hilfe könnte ich es für Sie beschaffen. Das wäre für uns beide ein Vorteil. Aha. Aha. Okay. Ein Feuerzeug. Ach, das ist doch herrlich. Okay, also müssen wir uns gleich hier mit so einer Bestie rumschlagen, ja? Die Hundepfeife nachher benutzen und dann dem Drecksvieh das... Oh! Ah, nice. Korrekt. Und dem Vieh, das Halsband abnehmen und schauen, was sich darin verbirgt. Ich gehe mal von einem Schlüssel aus. Ich glaube, ein Schlüssel verbirgt sich da in diesem Halsband von dem Köter. Hello. Okay, ein leerer Kamin. Das wissen wir schon. Wir nehmen jetzt mal hier das Holzbrett und schmeißen das da rein. Oh, meine Gesundheit ist auf Warnung. Da müssen wir mal aufpassen. Naja gut, auf jeden Fall verwenden wir jetzt mal das Feuerzeug und siehe da. Aha. Der Kamin brennt. Und was haben wir? Das ist eine Karte von Villa erstes Obergeschoss. Mitnehmen. Ja, sicher nehmen wir die mit. Sauber. Jetzt haben wir oben erstmal einen Überblick. Rot verbleibend, grün vollständig. Alles klar. Okay. Freut mich. Dann haben wir ja mal wieder ein kleines Rätsel gelöst. Und ich würde sagen, ja, ich weiß, dass ich die... Oh, meine Fresse. Alles klar.
wir sehen uns in der nächsten Folge von Resident Evil, denn es gibt noch so viel zu tun. Liebe Freunde, über ein Like oder ein Abo würde ich mich natürlich freuen. Und am meisten freue ich mich über Kommentare, liebe Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haltet die Ohren steif. I love you all.